die Antwort darauf, wie es sein kann, dass eine Milliarde in zwei Konflikten zu diesem Netzwerk mit erscheinen. Die können nur diejenigen geben, die an der Spitze dieses Systems standen. Und das sind die High Gain House Investments von Harald Buch. Und das ist. Hey, the workers! All of shame! Hey, the workers! All of shame! Hey, the workers! All of shame! Hey, the workers! Darum zu bitten, dass wir etwas nach vorne rücken können, jetzt Lauti. Bitte lass die Lauti ein Stückchen durch. Hey, the workers! All of shame! Hey, the workers! All of shame! Das klappt. Das klappt ja wunderbar. Wenn es mit der Baustelle hier so gut geklappt hätte, müssten wir heute nicht hier sein. Ich wollte darüber sprechen, wer an der Spitze dieses Unternehmens stand, in dem 1 Milliarde Euro ausgegeben wurden, um einen Luxus-Shopping-Tempel zu bauen, aber nicht genug Geld übrig blieb, um die Bauarbeiter zu bezahlen. An der Spitze dieses Unternehmens stand die High-Gain House Investments von Harald Huth, die hier am Leipziger Platz Nummer 16 ihren Sitz hat, und es stand an dieser Spitze die Fettchenhauler Controlling und Logistics, die hier am Potsdamer Platz 5 ihren Hauptsitz hat. Wir werden ihn gleich erreichen. Das ist immer ein Weg, ey. Ich muss halt schon immer hier filmen, ey.